Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir sind eigentlich dabei stehen geblieben, die Flöte zu besorgen, beziehungsweise haben wir die besorgt. Wir wollen diese zurückbringen, aber vorher machen wir etwas anderes. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe hier so ein paar mehr Quests. Ich habe ein paar mal angenommen, in Weißlauf habe ich mich so mal ein bisschen umgehört. Hier ist auch noch ein bisschen was dabei. Aber als allererstes wollen wir uns einen Drachenstall holen. Den finden wir da oben. Dort, wo das Drachensymbol ist. Und wir versuchen mal dort durchzukämpfen. Denn dort gibt es den Schrei, den ich schon das ein oder andere Mal erwähnt habe. Nämlich handelt es sich hierbei um Druckwellen. Das nehmen wir einfach mal mit. So. Und da bin ich ja mal gespannt, was da oben uns erwarten wird. Hört sich uns was an? Das wäre nicht. Das ist schon mal sehr gut. In der Tat. Okay. Hätte ich hier eine Chance haben, hochzukommen, weil das sind wir. Wenn ich hier im Endeffekt hochkomme, sind wir fast da. Sieht bisher ganz gut aus. Ob das so bleiben wird. Scheinbar kommen wir jetzt hier nicht weiter. Shit. Ich will doch nur doch. Also es heißt ja immer, man kann in Skyrim überall gehen. Ja? Mit Springen kannst du dich wunderschön hier so drüber voran bewegen. Wir sind auch fast da. Der Hintergrund wird immer heller davon. Was schaffen wir es auch bis zu dem Punkt vorzudringen? Das wäre natürlich wunderschön, wenn das klappen würde. Ah, das sieht gut aus. So, da ist der Drache. Böse. Dem habe ich ganz schön was erfahren.
es doch aktivieren. Ach so, das will ich übrigens auch. Auf F legen auf die Favoriten und auch auswählen. Dachte so was Witziges. Na, kurz ist. Ich weiß nicht, was die Maske kann. Groß ist, also man kann in dem Spiel, falls ihr das Spiel halt nicht kennen solltet, Masken sammeln. Jede Maske hat einen anderen Effekt. Das gibt es insgesamt. Schlossknacken, Schießkunst und Alchemie sind um 20% gesteigert. Das ist verdammt gut. Das hilft uns doch. Großes. Das hätte ich gerne behalten. Okay. Bekleidung. Das ist zwar ganz gut. Aber Großes ist auch nicht besser. Schlossknacken, Schießkunst und Alchemie sind um 20% gesteigert, ja? Bögen 25% mehr Schaden. Besser. Großes, tut mir leid. Du bist es doch nicht geworden. Okay, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das war ein spannender Kampf. Ich glaube, die nennen sich Drachenpriester. Wir bringen jetzt aber erstmal die Flöte wieder zurück. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Scheinbar korrekt. Oh, muss ich aber ganz schön weit laufen. Du wärst bei der Fadenakademie. So leicht täuscht man sich. Naja. Auch nicht so wild. Dann laufen wir ein bisschen. Wir haben ja mehr als genug. Zeit. Da ist doch die Person gerade rausgegangen. Den Namen vergessen, der weiß den Namen. Ah. Die Göttlichen, es war mir immer heute eine Ehre, im Blauen Palast aufzutreten. Ich habe der verblichene Fürst war einer meiner Gründe. Das ist sie. Wunderbar. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Ja. Leider habe ich kein Geld, aber ich kann euch ein paar Kniffe zeigen, die ich gelernt habe, als ich für die Zauberer von Winterfeste spielte. Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Bardin von ganz Himmelsrand kennt. Das freut mich doch. Boah, was hier auch alles hochgeht, ey. Die Verzauberung. Gott. Okay. Ach, Karte. Quatsch. Okay. Ich möchte gerne den Banditenanführer in Lager stehender Strom töten. Wo ist das? Nee, okay. Dann werden wir mal hierhin schnell reisen. Und laufen da mal eben rüber. Sollte uns jetzt keine große Mühe bereiten, denke ich. Und es ist sogar hell. Man kann gut sehen. Es ist sehr schönes Wetter.
was wir wieder aufholen. Nichts, was jetzt unmöglich wird. Von daher alles im grünen Bereich. Zwei, drei. Was hast du dabei nur gedacht? Habt ihr etwas gehört? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Ach, ich werde wohl etwas nervös. Ist da jemand? Dass ihr gerade säubern wollte, aber wenn mir das schon so boten wird, das hier unten ist es, wo wir rein sollen. Hier werde ich mich mal auf eine erhöhte Position stellen. Ist da jemand? Ja, wo bist du? Ah, Jäger. Wir sollen sich mal auf den da konzentrieren, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Lassen wir die Spielchen. Ihr werdet Himmels... Ah! Willst du mich ver... Jetzt bezahlt ihr! Ich kann euch nicht besiegen! Wo bist du? Sieg oder Sub... Garde! Der Jäger, der überlebt oder ist er tot? Wir sehen momentan zumindest nicht. Also es könnte sein, dass er das Ganze nicht überlebt hat. Doch da bewegt sich jemand. Ja, der Jäger. Ihr da! Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich wurde von einem Vampir angegriffen. Habt ihr einen Trank oder etwas Ähnliches, das mich heilen kann, ehe ich mich verwandle? Naja, ich habe einen Heiltrank gegen Krankheiten. Aber ganz ruhig, wo ist das passiert? Hier! Ich zeige es euch auf der Karte, damit ihr den Ort meiden könnt. Bitte, wenn ihr mir helfen könnt, dann sagt es mir. Oder geht mir aus dem Weg und lasst mich einen Priester suchen. Nein, nein, alles gut. Ich habe einen Trank gegen Krankheiten. Oh! Den Göttern sei Dank. Hier, ein kleines Dankeschön meinerseits. 100 Volt. Sehr nice, sehr nice. Okay. Hier sind wir aber noch nicht fertig in diesem Lager. Hier müssen wir noch ein bisschen tätig werden. Das werden wir auch gleich machen. Aber... Wir haben eine neue Stufe. Und ja, wir werden wieder Magiklar machen. So. Schießkunst. Du kannst einen Bogen.
Lager stehender Strom. Oh, okay. Tschüss. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Da hinten so. Weil da alleine so arbeiten. Da komme ich einfach von hinten und schieße ihn in den Rücken. Aber erstmal ein bisschen Eisenerz abbauen. Aber ich habe doch jetzt schon relativ schnell wieder einiges an Pfeilen gefunden. Natürlich durch diese Banditen hier, die immer schön viele Eisenpfeile dabei haben. Das ist wirklich echt super. Weil Jonas hat mir doch wirklich einiges an Pfeilen gekostet. Und von daher ist das wirklich echt gut und echt wichtig, dass wir da was gefunden haben. So. Und hier haben wir auch nochmal was. Und dann sind wir hier auch durch mit dem Ganzen. Ich will ja auch nicht zu viel Erz abbauen, obwohl ich es halt immer ganz gerne mitnehme. Aber ich glaube, mal kann man das verkraften. Und da haben wir gleich einen Amethyst gefunden. Hier habe ich einen Schlüssel. Ich hätte gesagt, hierfür habe ich einen Stiefel, Schlüssel. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Okay, da ist der Anführer. Man braucht eine scharfe Axt, um durch das ganze Fett zu schneiden. Ja, ja. Jetzt beeilt euch schon. Was? Ach ja, ich bin jetzt. Was war das? Kriegshammer der Müdigkeit. Mineral, also ein Zauberbuch. Den wollen wir doch gleich mal lernen. Den Zauber. Objekte. Bücher. Zauberbuch. Schild der Feuerresistenz. Oh, hier ist das aber wirklich. Heidewitzka. Hier findet man Sachen. Sehr, sehr schön. Aua. Was soll denn sowas immer? Oh, hier ist aber mal jemand reingefallen. Geldbeutel. Geldbeutel. Ein Hochel. Ein Hirsch. Okay, lass dir von Proventus das Kopfgeld geben. Ja, machen wir das doch. Für diesen Auftrag. Direkt als nächstes. Und das. Und 22 mittlerweile. Aber das eine Add-on ist immer noch nicht aktiv. Auf die andere Insel komme. Also da werde ich mich nicht nur hier aufhalten, in den Himmelsrand, sondern kann auch eine separate Insel. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Ich habe ein Schwert für euch von eurer Tochter. Von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Mhm. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich das zu beweisen. Auch, was ich vorhin angenommen ich werde habe. Balgruf die Waffe überreichen, wenn er
bei besserer Laune ist. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Danke. 20. Okay, ne, ist kein Problem. Genießt euer... Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt, erzittern. Der Strom ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. So viel ich habe allerdings noch nie gehört, dass... Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Natürlich, weiß ich. Hier ist eure Belohnung. Okay. Lasst mich wissen, wenn ich euch sonst... Objekte. Ach, irgend... Quests. Tötet den Anführer von Kiefernmondhöhle. Kann ich von hier aus schnell reisen? Ist ja eigentlich... ja, kann ich. Tatsächlich. Ich bin im Himmelsrand. Also außerhalb von Festungen und Mauern kann ich schnell reisen. Sehr cool. Okay, du stehst aber auch merkwürdig da oben. Das Stand ist merkwürdig da oben. Bin ich denn eigentlich hier genau? Auf der Karte. Okay, in der Nähe von Einsamkeit. Ich verstehe. Warte, bin ja da. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Ja, vielleicht schließlich schon da. Hier habe ich es angeblich dann, glaube ich, mit Vampiren zu tun. Wieder mal, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich würde das auch sofort hier auch ein bisschen passen. Mond, Nacht, ne? Könnte schon sein. Geht's rein da. Aber jetzt das mit dem Bogen schneller spannen, das merkt man schon. Okay, hier ist ein Hirsch. Nee, das ist ein Wolf. Das war ein Hirsch. Das war auch ein Wolf. Lutscher. Alle mitnehmen. Man wird die Zutaten alle brauchen, wenn man dann beispielsweise die Alchemie auf 100 bringen möchte. Man wird alles an Zutaten benötigen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen nehme ich auch grundsätzlich alles mit, was ich an Zutaten finden kann. Manchmal lege ich was wieder hin, aber nicht nur im Ausnahmefall. Dinge. Die findet man ja hier in dieser Höhle echt wie Sand am Meer. Zack. Eins wollte ich jetzt nochmal nachgucken. Was kommt denn bei Schießkunst noch? Überspannen. Okay, da kann ich noch eins machen. Genauso wie den Todesschuss, dass man den Crit erhöht. Und dann hat man noch den Meisterschuss, dass ich den Gegner lähme. Schuss, okay, ich verstehe. Das ist ein bisschen schwummerig hier, so. Du, der genau wie du da hinten.
was ich an Wertigkeiten schon da alles liegen habe, ne? Betreffend Rüstung, Schwertern. Da könnte ich auch schon gut Geld mitmachen. Aber man braucht es hier einfach nicht. Geben wir jetzt noch ab. Und zwar hier oben im blauen Palast. Bei der Hofzaubererin. Zaubererin. Bei der Hofhexe. Das Jahr von Herzlichkeit. Heißt das dann der Jahlin? Weil es ist ein. Elisif ist ja ein weiblicher Jarl. Naja, ich weiß es nicht. Kann schon gut möglich sein. Oh, hallo! Ich räume gerade etwas auf. Oh. Vermasselt nichts, während ihr hier seid. Hallo. Bitte unterbrecht das Gericht nicht. Oh. Hier passiert was. Ich schwöre euch, dass aus dieser Höhle unnatürliche Magie herausdringt. Da gibt es seltsame Geräusche und Lichter. Jemand muss der Sache nachgehen. Dann werden wir sofort eine Armee aussenden, um die Höhle auszuräumen und die Stadt zu sichern. Unter meiner Herrschaft werden die Menschen von Harfinger immer sicher sein. Nichts ergeben. Drachenbrügge steht unter kaiserlicher Kontrolle. Das ist wahrscheinlich nur abergläubischer Unsinn. Vielleicht wäre hier eine gemäßigtere Reaktion angebracht? Oh, ja, ihr habt natürlich recht. Falk, tragt Hauptmann Aldes auf, ein paar zusätzliche Soldaten nach Drachenbrügge zu verlegen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Aber wegen der Höhle... Ich werde auch jemanden damit beauftragen, sich um die Höhle zu kümmern, Varnius. Seid beruhigt. Ihr könnt wegtreten. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich damit reden. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Ich habe die Vampire aus Kiefernmondhöhle vertrieben. Dreckige Biester, nicht wahr? So in der Dunkelheit zu leben. So unzivilisiert. Ich habe es lieber etwas glanzvoller, wie das hier. Hier für eure Mühen. Und als Dreingabe sollte ich euch wohl etwas über Illusionsmagie beibringen, und nicht gerne. Wahr? Macht ihr euch Sorgen wegen dem, was der Bittsteller über die Bolschädelhöhle gesagt hat? Eigentlich nicht. Varnius Junius ist ein Dummkopf. Ich bin sicher, das wird keine Folgen haben. Wenn ihr es genau wissen wollt, dann könntet ihr wohl mit Falk reden. Er ist von der ganz gewissenhaften Sorte. Passt auf euch auf und denkt daran, wenn ihr in geschäftlichen Angelegenheiten hier seid, wendet euch bitte an Falk Feuerbart, meinen Vogt. Braucht ihr jemanden, um die Wolfschädelhülle zu erkunden? Ach, ich dachte, die Angelegenheit sei bereits geregelt worden. Ich glaube, Falk kümmert sich darum. Okay, dann werde ich jetzt... Lebt wo? Mit dem da... Weil Ulfric war... Und so... Als Ulf... Und nun genug davon. Nein, dieses... Erst dann. Sie sorgt. Die wahre ihr Vertrauen ist immer schwierig. Besonders für mein Volk. Und doch müssen wir auf Tullius Führung vertrauen. Denn was haben wir für eine andere Wahl? Meint ihr diese Drachenbrücke-Geschichte? Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht vor, die Sache weiter zu verfolgen. Varnius ist immer ein bisschen schreckhaft. Es wird über seltsame Geschehnisse
in der Nähe der Wolfsschädelhöhle gemunkelt. Verschwindende Reisende, merkwürdige Lichter. Ich vermute, dahinter stecken wilde Tiere oder vielleicht Banditen. Ich glaube nicht, dass es die Mühe wert wäre, wo wir doch im Krieg sind. Aber wenn ihr die Höhle säubern wollt, sorge ich dafür, dass es sich für euch auszahlt. Sehr schön, dann machen wir das doch. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da oder lasst ein Abo da. Das würde mich natürlich noch mehr freuen. Und natürlich hilft es auch euch dabei, damit ihr dieses Let's Play nicht verpasst. Die nächsten Folgen davon. Alle 3 Tage, 14 Uhr. Ich denke mal, dabei wird es bleiben. Ich nehme diese Folge gerade am 18.05.2018 auf. Diese Folge wird wahrscheinlich frühestens im Juli, Anfang August kommen. Vielleicht auch erst Mitte August. Ich muss dann nochmal nachrechnen. Und ja. Es werden noch sehr viele weitere Folgen kommen. Bis dahin. Ciao.